weiter zu Brian und zum Thema, wie digital ist die öffentliche Verwaltung? Ja, Miriam, merci. Und ich muss wirklich sagen, sehr, sehr spannend war der Zoom-Call. Hat er fantastisch gemacht. Die, die weitermachen, dort können es tun. Hier geht es jetzt aber weiter bei uns mit der öffentlichen Verwaltung und der Frage, wie digital ist die öffentliche Verwaltung. Ich habe für das zwei fantastische Gäste bei mir. Ich glaube, die Covid-19-Krise hat den digitalen Schub bei der öffentlichen Verwaltung sozusagen erzwungen oder verstärkt. Und die Gäste, die ich bei mir habe, ist der Philipp Roth, zu meiner Linken, von Deloitte, leitender Partner, seit 2016 verantwortlich für den öffentlichen Sektor, für die Bereiche Consulting, Audit, Tax und Legal und dann auch noch Financial Advisory. Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank. Und zu meiner Rechten, der Patrick Schorr. Er hat hier handfeste Erfahrungen gemacht mit dem digitalen Schub. Er ist nämlich Leiter bei den Informatikdiensten von Stadt Bern und verantwortlich für das Projekt Digitaler Arbeitsplatz 4.0. Patrick, herzlich willkommen. Guten Morgen, merci. Ja, da sind wir jetzt gespannt, oder? Der digitale Schub in der öffentlichen Verwaltung. Man sagt ja immer, Philipp, die öffentliche Verwaltung ist eher träge. Jetzt bin ich gespannt, er hat eine Studie gemacht über den Shift, den digitalen Shift. Das ist eine Deloitte-Studie. Was hat Covid-19 bewirkt jetzt im Rahmen von dieser Digitalisierung? Ja. Ich bin sehr gespannt, Philipp. Gut, merci vielmals. Vielen Dank zuerst mal für die Einladung. Eben, wir haben eine Studie gemacht, und zwar im Bereich vom öffentlichen Sektor. Wir haben aber auch die Privatwirtschaft angeschaut und natürlich Bürgerinnen und Bürger befragt. Eben in Bezug, was hat sich verändert, was war die Situation und was gibt es allenfalls für Verbesserungsmöglichkeiten. Was wir dann festgestellt haben, ist, mehr als die Hälfte der Behörden sind relativ schnell ins Homeoffice gegangen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch gesehen, dass in der Privatwirtschaft natürlich einiges schneller und effizienter ins Homeoffice gegangen werden konnte. Wir kommen noch zu den Gründen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass speziell auf der Bundesebene, bei bundesnahen Betrieben, eigentlich das eher ein höherer Prozentsatz war. Also dort sind wir etwa bei 25% vollständig und 31% zum Teil im Homeoffice gewesen sind. Und wenn wir dann runtergehen zu grösseren Kantonen oder eben Städten oder vor allem Gemeinden, dann sieht man eigentlich, dort nimmt es doch relativ stark ab. Das Zweite ist, der Zuspruch ist eigentlich ganz klar, auch innerhalb der Verwaltungen, will man digitale Services weiter vorantreiben. Da haben über 70% der Befragten gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir uns weiter digitalisieren und dass wir eigentlich speziell auch dank Corona das natürlich nochmal einen massiven Schub gegeben hat. Wir sind nachher weitergegangen und gesagt, ja, wenn wir digitalisieren, ist es auch wichtig, dass wir die internen Prozesse da anpassen in dem Sinn, also dass wir auch bereit ist, Veränderungen vorwärts zu treiben, intern. Auch hier sind plus minus 73% der Befragten bereit, auch die internen Abläufe anzupassen. Und auch dort haben wir eigentlich einen zusätzlichen Schub von Corona von plus 25%, wo ganz klar sagen, jetzt müssen wir auch wirklich die Zacken zulegen. Die Digitalisierung muss vorangehen, was sicher sehr positiv ist. Dann aber natürlich auch die Hürden, was sind die grösseren Probleme gewesen, also was sind genau die Begründungen, warum das vielleicht nicht so geklappt hat. Wir haben auf der einen Seite rund 30% sind im Bereich Hardware und Software im IT-Bereich. Also sprich, vielleicht sind Tools nicht parat gestanden, vielleicht hat man zu wenig Laptops gehabt oder auch Zugänge. Und natürlich auch ganz wichtig, auch wenn man die Zugänge hat, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr entscheidend. Also es bringt nichts, wenn wir total digitalisiert sind, aber Bürgerinnen und Bürger müssen gleich noch vorbeikommen und noch etwas unterschreiben. Das einmal die Situation im Bereich der Behörden. Wenn man das Ganze anschaut bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann sind eigentlich mehr als die Hälfte der Befragten sind sehr offen und sehr positiv gegenüber von digitalen Services. Also die Bereitschaft ist da und die Bereitschaft ist dank oder wegen Corona auch noch mal wirklich stark gestiegen. Man sieht als Zweites auch, welche Dienstleistungen sind bekannt und werden schon jetzt bezogen. Das sind auf der einen Seite natürlich im Bereich Steuern, also die Eingabe von der Steuererklärung, Kommunikation mit den Steuerbehörden, aber auch in Bezug auf Personenregister, also Adressänderungen, Zuzüge, Wegzüge, die sehr bekannt sind und auch sehr stark gebraucht werden. Wenn man dann sieht von den Bürgerinnen und Bürgern, also sie wollen definitiv mehr digitale Services, aber bei der Zahlbereitschaft ist man eher tief bereit, wirklich auch mehr zu zahlen. Also die Preise sollten gleich sein oder sogar ein bisschen tiefer. Das wäre sehr wichtig. Und man sieht auch dort, man ist gerne bereit, zum Beispiel, wenn es eine Vignette würde, E-Vignette, Parkbussen ist klar, digital zahlen. Aber auch im Bereich von Pass-ID ist man eigentlich sehr positiv dem gegenüber. Dann auch dort, was ist wichtig? Also ich glaube,
Ganz speziell wichtig ist Datenschutz und Datensicherheit, aber auch im Bereich Cybersecurity. Also sprich, es ist wirklich essentiell, dass wenn man etwas bereitstellt, dass man da sehr hohe Qualität hat. Es darf nichts passieren. Und das sind eigentlich auch die gewissen Ängste, die Bürgerinnen und Bürger haben. Nochmal ganz kurz zusammenfassend, was ist wichtig bei den Verwaltungen? Also Homeoffice ist etabliert gewesen. Man kann dort aber sicher noch gewisse Sachen vorwärts machen. Man ist bereit, für digitale Services weiter vorwärts zu treiben. Die Bereitschaft ist auch da, die internen Arbeitsabläufe anzupassen. Und ganz klar, die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch Hard- und Software muss bereitgestellt werden. Merci vielmals. Philipp Roth, herzlichen Dank. Jetzt haben wir die Meta-Ebene gehört von dieser Studie. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es aussieht. Patrick Schorrer bei euch. Du hast gesagt, digitaler Arbeitsplatz 4.0, das war eh schon eine Challenge gewesen. Dann kommt die Covid-19-Krise. Und er jetzt einfach schnell müssen gehen. Erzähl. Ja, das stimmt. Also, besten Dank für die Einleitung. Ich kann den Faden eigentlich von Philipp Roth aufnehmen. Das ist so, es hat wirklich sehr schnell müssen gehen. Und ich glaube, das war schon einer der Faktoren gewesen, oder einer der Probleme. Man hat eigentlich praktisch keinen Vorlauf gehabt, also für all die vorbereitenden Arbeiten, die man müssen machen musste. Sei das irgendwelche Berechtigungen, sei das Hardware zu beschaffen und so weiter, hat man einfach keine Zeit gehabt, wo man sich vorbereiten konnte. Und ich glaube, das ist einer der Punkte gewesen, wo uns ein bisschen auch zu denken gegeben hat, dass gerade am Anfang, wo wirklich in den ersten zwei, drei Wochen, wo wirklich ein Grossteil der Stadtverwaltung, von den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, von daheim aus gearbeitet, dass wir entsprechend können die Leute bedienen können, sei es mit Hardware, sei es mit den Zugängen und so weiter. Grundsätzlich hat das aber eigentlich gut funktioniert. Also wir haben vor der Plattform, wir greifen wie ein Portal auf unsere Umgebung zu, hat das eigentlich gut funktioniert. Wir hatten hier nicht größere Ausfälle gehabt in dem Sinn. Ich glaube, eine der Herausforderungen war auch, wie kommunizieren wir miteinander. Also die Leute waren irgendwo verteilt und wir haben in dem Sinn nicht irgendein Collaboration-Werkzeug gehabt, wo im Einsatz war. Und wir haben auch in der kürzesten Zeit Zoom eingeführt als Videokonferenz-Tool. Und das hat am Anfang ein bisschen geholpert, sage ich mal, weil wir das aufbauen, dokumentieren, testen. Hat das dann auch den Leuten bekannt gegeben und die Leute befeigen, dass sie das nutzen können. Und sobald das eigentlich gelaufen ist, hat eigentlich auch die Zusammenarbeit viel, viel einfacher funktioniert. Ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte gewesen. Also schlussendlich kann man zusammenfassend sagen, in der Vorbereitung, schon vor der ganzen Lockdown- und Corona-Krise, das war noch Ende letztes Jahr, wo man Vorbereitungen gemacht hat für die neue Plattform, für den neuen digitalen Arbeitsplatz, hat man eigentlich einen Trend gesehen, dass es mehr Richtung Mobilität geht, dass man anders miteinander zusammenarbeitet. Und eigentlich, sage ich mal, das halbe Jahr, wo wir jetzt hatten mit der ganzen Situation rund um das Coronavirus, rund um Homeoffice und so, das war eigentlich wie ein Boost für das Ganze. Und das hat doch einen maßgeblichen Impact von Faktoren, die man dann noch gar nicht auf der Rechnung hatte. Und das gilt es jetzt eigentlich im nächsten Schritt aufzunehmen. Neue Arbeitsformen muss angehen, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen, wie sieht das Ganze aus, wie kann man das ausgestalten. Das ist schon eine Herausforderung, die jetzt erst in das Projekt reingekommen ist. Sehr, sehr spannend. Jetzt, Philipp, haben wir eben gehört, so Challenges, sage ich mal, Hands-on-Challenges. Wenn du jetzt Patrick zulässt, bist du überrascht, sind es diese Challenges gewesen? Eigentlich nicht. Auf der einen Seite glauben wir schon, dass man doch eigentlich in der Vergangenheit relativ stark eigentlich vom Büro aus gearbeitet hat im öffentlichen Sektor. Und ich glaube, es ist einfach nicht so einfach, eben gerade die neuen, sagen wir mal, Zoom-Videokonferenzen einzuschalten. Und auch, wie mache ich das mit den Dokumenten? Wie teile ich das Ganze? Wie mache ich einen Workshop? Wie tue ich das Ganze protokollieren? Ich glaube, das ist eine neue Arbeitsform, die kann man nicht einfach automatisch, die muss man lernen, da muss man einfach ein bisschen unterstützt werden. Wie das betont worden ist, also sprich mit Dokumentationen, mit Learning-Informationen. Und das geht einfach nicht von einem Tag auf den anderen. Also hat mich nicht überrascht. Ja. Patrick, jetzt haben wir es gesagt, oder es hat müssen passieren. Der Schub war externalisiert, du hast gar nichts machen können. Mhm. Wie haben deine Leute, wie haben die Mitarbeitenden von Stadt Bern reagiert, wo sie haben eben gehört, jetzt neue Zoom ist unser Tool und wir sehen es nur mehr digital. Wie hat das funktioniert? Wie ist das angekommen? Am Anfang ist das eben, wie gesagt, das muss man zuerst lernen. Es war ja nicht so, dass das für alle neu war, sage ich mal. Es hat ja schon vorher man zum Teil von daheim aus arbeiten und man konnte von extern darauf zugreifen.
Aber dass man jetzt gar nicht mehr im Büro ist, dass man, wenn man miteinander kommuniziert, eigentlich nicht mehr gegenüber hockt oder nur noch in wenigen Fällen, sage ich mal, das war schon eine Herausforderung. Und ich glaube, das hat schon am Anfang eine gewisse Überwindung gebraucht. Und es hat aber auch gezeigt, dass vieles möglich ist. Viel kann man so machen, man muss nicht physisch gegenüber hocken. Aber es gibt auch gewisse Situationen, wo es halt gleich auch noch immer von Vorteil ist, wenn man eben miteinander direkt kommunizieren kann. Philipp, es ist wirklich spannend, oder? Die Hürde, die es auf eine Art gibt, die digitale Hürde, die ist, glaube ich, da. Wir sitzen nicht mehr gegenüber immer voneinander. Ja. Trotzdem, wenn ich jetzt Patrick zuhöre und auch die Erfahrungen, glaube ich, die wir alle gemacht haben, die Hürde ist viel weniger gross als antizipiert vorher von allen, oder? Korrekt. Also, was sehr eindrücklich war, ist, also Entscheidungen oder auch Projekte oder Sachen, die man hat wollen anstossen wollte, die teilweise monatelang oder sogar jahrelang überlegt worden ist, ist innerhalb von 2-3 Tagen entschieden worden. Und das habe ich extrem eindrücklich gefunden, vor allem, weil man doch teilweise kleine Vorurteile hat und sagt, ja, es geht immer so langsam, bis etwas vorwärts geht. Und das ist eigentlich das Einzige oder ist etwas von dem, was man sicher mitnehmen kann, was man sich auch wünschen kann, dass man doch relativ schnell die Entscheidungen vorwärts treibt und nicht alles 2-3-4 Monate muss überlegen, gegenüberstellen, sondern einfach mal inner etwas testen, versuchen. Wenn es nicht geht, vielleicht das Nächste machen. Aber ich glaube, da kann man extrem viel dazu lernen und mitnehmen. Jetzt als Projektleiter Digital Arbeitsplatz 4.0, der ist eigentlich eingeführt, oder? Oder was kommt jetzt noch neu? Ja, ist jetzt gerade eingeführt ist er sicher noch nicht. Das schon nicht. Also es hängen natürlich schon noch gewisse Sachen dran, auch viele Sachen, die nicht direkt mit Hardware oder so zu tun haben, sondern eben gewisse Abläufe, gewisse Entscheidungen, gewisse Prozesse, die da getroffen werden müssen. Aber es ist definitiv so, das ist eigentlich, kann ich bestätigen, wir gehen viele Sachen pragmatischer an. Und es hat so gezeigt, es ist zum Teil auch effizienter. Aber das hat natürlich auch einen gewissen Impact jetzt, welche Arbeitsmittel setzen wir in die Zukunft ein? Und das ist ja eigentlich auch Schwierigkeit dran. Jetzt haben wir gelernt, ein halbes Jahr, haben gewisse Erfahrungen gesammelt. Jetzt reden wir von einem Zeithorizont von den nächsten 3, 4, 5 Jahren. Wie sieht das denn aus? Jetzt hat man das innerhalb von einem halben Jahr, hat man dort hier sehr viel gesehen, was möglich ist und was geht. Wie geht der Drive weiter jetzt dort hier? Ist die Entwicklung wirklich so schnell? Und was kommt dort hier noch? Verändert sich das noch einmal in den nächsten 2 Jahren? Das ist extrem schwierig zum Abschätzen im Moment. Zum Schluss noch eine Frage an euch beide, bevor wir dann auch Bürgerinnen und Bürger von der Stadt Bern fragen. Homeoffice, Philipp, hast du es gerne gemacht? Machst du es gerne? Wirst du weiterhin zu grossen Teilen daheim arbeiten? Ja, ich glaube, es braucht eine gesunde Mischung. Also auf der einen Seite hat man gemerkt, der Arbeitsload ist relativ hoch gewesen, ganz am Anfang. Also es hat eigentlich mit der Durchmischung zwischen Arbeiten und Privat ist man fast nicht zurechtgekommen. Also man hat fast weniger Pausen sind eher weniger geworden. Nichtsdestotrotz glaube ich, es braucht eine gewisse Mischung. Also man muss sich eben auch face-to-face sehen, um die Leute zu spüren. Ist glaube ich, auch wichtig, was wird an der Kaffeemaschine oder bei der Kaffeemaschine geredet. Gerade auch wenn man größere Projekte hat, ist das sehr entscheidend, dass man eigentlich auch Informationen dazwischen bekommt. Darum glaube ich, es braucht eine gute Mischung. Patrick, bei dir? Es sieht eigentlich ähnlich aus. Also, ich glaube wirklich, eine gute Mischung braucht es und es wird ohne nicht gehen. Also, Homeoffice ist sehr gut, man kann effizient arbeiten und man kann dranbleiben. Aber das physische Gegenüber in gewissen Situationen ist einfach unabdingbar nach wie vor.